herzlich willkommen zur 97. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcasts. Wie immer an den Mikrofonen der Alexander. Hallo Alexander. Hallo Clemens. Und ich bin der Clemens. Willkommen. So. Eine Woche ist vorbei. Jetzt. Das verfliegt. Das verfliegt wie... Jetzt haben wir bald schon Weihnachten, gell? Bald schon Weihnachten? Ah, ein Monat noch. Ja, stimmt. Ein Monat noch. Halb sogar weniger. Ein Tag weniger als ein Monat. Ja. Genau, ein Monat Weihnachten in 3 Tagen. Wäre ich alt. Und ja. Und dann ist bald Weihnachten. Ja, gut. Dann haben wir noch ein paar schon Weihnachtsgeschenke gekauft. Ich bin immer ja. So extrem früh dran. Ich lasse das Problem vom Clemens sein am 20. Dezember. Aha, gut. Das ist immer das Beste. Ja, das macht da 20. Dezember 2024 Clemens, der kümmert sich dann um die Weihnachtsgeschenke. Der hat dann den Stress. Er macht sich da keinen Stress. Also die Kids sind einmal abgefrühstückt. Das ist gut, einmal okay. Erledigt. Ja, der Rest ist dann simpel, die oder? Sind relativ einfach noch zu bespaßen. Da brauchst du nicht viel. Und wir wichteln ja intern. Das stellt mich noch ein bisschen vor Herausforderungen. Und was ich meiner Frau kaufe, weiß ich noch nicht. Ja, das könnte, ja, schauen wir mal. Ich weiß es das nicht. Das machst du dann am 20. Dezember. Ja, du sollst dich da Clemens am 20. Dezember darum kümmern. Es gibt bis dahin noch so viele andere Sachen, die notwendig sind. Firmenweihnachtsfeier ist wichtiger. Firmenweihnachtsfeier ist wichtiger. Ja. Ja, genau. Gut. Na dann. Gut. Legen wir mal los, oder? Start. Slack. Ich muss Slack hervorheben. Slack? Ich meine, ich kann es da während reinkopieren. Ja, das ist ja noch fast. Das wäre fast noch besser, wenn du das machst. Ja. Wo ist denn Slack? Gehen wir den Artikel anschauen. Wie viel Speicher nutzt du im Moment? Warte, das sage ich dir gleich. Hat's Mac, NAS und alles, was du als Backup-Medium noch nutzt. Also, Macintosh HD. Warte mal. Das muss ich jetzt schauen. Da haben wir. So. Also da sind wahrscheinlich, ja, sagen wir so 500 Gigabyte Beleg da sein. Nicht was, nein, die Frage ist nicht, was du belegt hast, sondern wie groß sind deine Speicher? Ah, warte mal. Das ist natürlich was anderes. Das ist nachher ein Terabyte, 2 Terabyte. Wie groß ist das? Terabyte sein, 4 Terabyte, dann liegen da noch, ich mein, also das, was ich jetzt aktiv verwende, also ja, sagen wir so, was ich jetzt, egal wo ich bin, zur Verfügung habe, sein 4 Terabyte. Okay. Also jetzt ohne Cloud-Speicher. Also nur, was ich besitze, wirklich. Okay, ohne Cloud-Speicher. Okay. Ohne Cloud-Speicher. Bei mir sind es NAS 4 Terabyte, Backup, Festplatte 4 Terabyte und die Festplatte, die für den Mac da ist, für die zusätzlichen, weil ich tue meinen Mac einmal aufs NAS sichern mit Time Machine und einmal auf die externe Festplatte mit Time Machine. Das sind 4 sind es 9 und der Mac hat einen halben Terabyte, neuneinhalb. Ja, und was tust du mit denen? Das ist Speicher, Backups, Fotos, Videos, Podcastaufnahmen, alles und so weiter und so fort.
Aber für viele ist das einfach zu wenig. Und ich muss sagen, das sind bei mir, diese Daten werden bei mir alle auf, also ein Server könnt ihr noch mit einrechnen, ist auch noch einmal ein halber Terabyte, ist auch noch einmal ein halber Terabyte. So, okay, dann kommen wir auf 10 ungefähr. Das sind bei mir rotierende Festplatten, gell? Also so Klassiker, Backup-Medien und so weiter. Also es sind rotierende Festplatten. Außer im Mac, da ist eine SSD natürlich verbaut. Und im Server ist eine SSD verbaut. Für viele ist das zu wenig. Und man hätte schon gern auf 5 PCI Express 5.0 SSD, oder? Weil man will ja ordentlich Speed haben, ordentlich Bandbreite. Und vielleicht auch noch 60 Terabyte Speicher. Ja, wenn ich's geschenkt krieg, nehme ich's. Ja, Micron hat jetzt für Hochleistungsspeichersysteme, also allen voran ist das ausgelegt für Server und Datenbanken, ein PCI Express SSD vorgestellt mit 60 Terabyte Speicher, einer Geschwindigkeit von 12 Gigabyte pro Sekunde. Ja, kann man brauchen. Ja. Also, ich bin aber gespannt. Früher hat man sich ja so gedacht, heutzutage kaufst du eine 8 oder 12 Terabyte Festplatte mit Scheiben drinnen. Dann denkst du so, Mit Scheiben ja, drin. Backup-Festplatten, die gibt es ja noch Ja, mit Scheiben. Die gibt es ja 12 Terabyte, kriegst du um 120, 130 Euro. mit Scheiben. Jetzt denk mal einfach mal 15 Jahre zurück oder ich vielleicht denke. Keine Ahnung, so knapp 25 Jahre zurück, wo 2 GB Festplatten noch ein Schweinegeld gekostet haben. 2 GB, gell? Ja. Deswegen meine Frage: Wann ist denn so eine 60 TB Festplatte nachher im normalen Handel für normale Menschen zu einem vernünftigen Preis erhältlich? Und ich würde jetzt mal grob sagen: Gibt der ganzen Sache mal 7 Jahre, dann werden wir das wahrscheinlich kriegen. Ja, man kann man wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch dann sein. Ja. Also, das ist natürlich ein Profisport. Wenn man Preis schweigen sie sich immer noch ein bisschen aus. Das ist jetzt einmal vorgestellt worden. Sie sollen halt deutlich langlebiger sein, aber was man halt auch nicht vergessen darf, die ziehen halt auch schon ein bisschen mehr Strom. Also, nicht viel, sind 25 Watt, aber so eine normale SSD pendelt sich da meistens bei 3 bis 6 Watt ein, eine Festplatte bei 7 bis 8 Watt. Ja, dafür spart man sich halt noch einen Haufen SSDs und Festplatten, weil man das alles in einer unterbringen kann. Also finde ich ziemlich bemerkenswert. Die Größe, die Leistung und vor allem allen voran die Geschwindigkeit. Bei 12 GB pro Sekunde, stell dir vor, du schneidest professionell 4K, 8K Videos. Hey, die Videos schwuppst du von einer Seite auf die andere ohne Probleme. Ja, die gehen schnell durch, ja. Ja, also das. Ich glaube, da wird der Flaschenhals nachher ins Dateisystem des benutzten Betriebssystems werden, aber nicht die Geschwindigkeit vom Bus. Da kennt es nachher interessant an. Ja, aber auf alle Fälle, das ist einmal eine Festplatte, die ein Speicher. Ja, der tatsächlich verdammt schnell ist. Gut. Das ist richtig, ja. Also da hast du vollkommen recht. Ja. Also das Die Preise taten mir halt einfach interessieren, aber die hab ich nie herausgefunden. ja, die kosten ein bisschen Geld, das stimmt. Ja, ohne jetzt den Preis zu wissen, würde ich sagen, 10.000 Dollar. Ja, das wird wahrscheinlich eher zu günstig Wird sein. hinkommen, wahrscheinlich. Micron Ion 656 Ion 655 Price. Schau mal, vielleicht da googeln wir mal was. Das würde mich jetzt echt interessieren. Price. Price Tag. Price. Kriegt man natürlich nicht bei Mediamarkt zum Kaufen, offensichtlich. Es überrascht mich jetzt komischerweise auch nicht. Auch nicht bei Electronic for You oder My Lemon oder Amazon. Na, überrascht mich jetzt auch nicht. Finde leider keinen Preis. Gibt es wirklich tatsächlich noch keinen? Okay.
Gut, Alex, wir sind bei Festplatten. Gut, so. Da passt das Thema gleich ganz gut dazu. Das passt eigentlich wirklich ziemlich gut. Das habe ich auch nicht gewusst. Du kannst am Mac die, sagen wir so, die Software oder diese Apps, was du aus dem App Store runterladest, die kannst du auf einer externen Platte installieren und starten. Du kannst in die Einstellungen reingehen und da einstellen, dass der dir diese Tools auf Platten installieren soll. Also große Apps, also alles, das größer als 1 GB ist. Am Mac? Ja. So, open the Mac App Store. Brauchst du gleich, mach in App Store auf, klick auf, ja, App Store, Einstellungen. App Store, und Settings. If the option is there, tick download and install large apps on separate disk. Habe ich nicht. Ah, ist Sequoia? Ja. Ja, Sequoia. Okay, ich habe noch kein Sequoia drauf. Ja, das kann man dann machen. Ah, cool. Haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge besprochen mit dem Mac Mini, der in der Standardausführung mit 256 GB RAM kommt. Für den natürlich auch perfekt, weil es Standgerät, externe Festplatte dran über Thunderbolt, pfeilschnell, bietet sich's an, und dasselbe kannst du nämlich mit der Photos Library vom Mac nämlich auch machen. Die, genau, das Einzige, sagen, was halt noch fehlt, ist, dass du eine Software, die du so runterladest, auch auf die externe installieren kannst, oder? Weil das geht dann noch nicht, weil es geht nur explizit Dinge, die du aus dem App Store runterladest. Naja, das kommt ja drauf, das kommt ja ganz drauf an. Es gibt ja Software, es gibt ja Programme, die bringen ja einen Installer mit. Genau, beim Installer geht's. So geht's. Geht's beim anderen auch? Ja, ich glaube, du musst nur einen Umweg machen, weil es bei macOS, wenn du so App-File oder so Software nimmst, ist es ja grundsätzlich egal. Du musst sie nie in Applications-Ordner einschieben. Stimmt, hast du recht. Kannst sie aus jedem Ordner starten. Das Einzige, was da abgeht, dass es im Launcher nachher nicht drinnen ist zu finden. Also immer. Na gut, das ist ein kleiner Preis. Ja, und das heißt, du kannst dann nachher auch eine Verknüpfung einschieben, dann ist es da drinnen. Das stimmt. Und der Standort und die da, aber der Installer, die Daten liegen woanders. Das Einzige, was ist, Apple-Anwendungen legen ja auch sehr viel Daten und Konfigurationsfiles und so weiter ab im Benutzerordner, im Library. Das wärst du wahrscheinlich nicht so einfach lösen können. Du kannst sicher eine Static Links machen. Ich glaube, unter Windows kannst du das, wie heißen die, kannst du in Windows ja einen Ordner Windows vorgaukeln, dass der Ordner auf der Festplatte ist, liegt aber in Wirklichkeit woanders. Es geht um macOS, glaube ich, auch. Und dann kannst du das machen. Dann verschiebst du den Ordner, den Programmordner von Library auf die externe Festplatte, und dann musst du nur so eine statische Verknüpfung einrichten. Dann soll es wieder funktionieren. Es ist ein bisschen Frickelei, aber da wird es nachher sicher bald Tools geben. Oder es gibt Tools, mit denen man das machen kann. Bei macOS ist es eh immer so, wenn was nicht mit einem Systemmitteln geht, dann gibt es immer irgendwo auf ein Tool, was man sich um $9 einmalig kaufen kann. Ja, eigentlich am Mac Mini hast du damit alle Probleme gelöst. Ja, genau. Weil da ist wirklich das komplette Wurscht. Ja, eben, weil, wie gesagt, es ist ein statischer Computer, der steht da, da hängst du einfach deine Devices hinten dran, deine Festplatten, und dann go, gib ihm. Würde ich sogar beim Mac Mini würde diese Option bevorzugen, weil um das Geld, was dir Apple Speicher verkauft, kannst du relativ viel so kaufen. Ja, da kann man fast wieder die 60 Terabyte von Micron kaufen. Genau, also die 30 kriegst. Ja. Cool. Ja, also das ist jetzt auch neu. Auch neu. Aufstellen will sich Google bzw. YouTube. Ich weiß nicht, ich hab das jetzt zwar gesehen, oder da im Artikel steht zumindest, dass es sein soll wie TikTok. Ich weiß nicht, wie TikTok heutzutage funktioniert. Nutze es schon ewig nicht mehr. Aber YouTube will sowas für einführen, so ein Endlos-Video, dass du einfach nur noch
hin und her swipest ja. und dann die es dir dann immer mehr Videos in dein Algorithmus natürlich, über deinen Algorithmus immer mehr Videos einfach reinspielt. Ja, ich glaube, das ist ja dann so, das ist ja das, wie Twitter aufgebaut ist. Weil Twitter ist ja quasi komplett live. Ja. Und das, glaube ich, ist genau das, auch was bei TikTok ist. Und das wird bei YouTube wahrscheinlich, weil YouTube ja älter ist, war das ja nie vorgesehen dafür. Ja. Und das werden es wahrscheinlich jetzt dann halt dann da so auf einer ähnlichen Technik reinbringen. Mhm. Okay. Das hat sogar irgendeinen Namen, wie das bei Twitter funktioniert. Da gibt es irgendein Fachwort dafür. Das ist irgendein eigener Ort vom Programmieren, dass das möglich ist oder irgend sowas. Mhm. Das hat mir sogar mal jemand erklärt, aber das ist schon lang her. Irgendwas ist da speziell dran, aber frag mich nicht mehr was. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls wird halt jetzt YouTube bzw. die YouTube-App halt auch so ein sinnloser Zeitfresser wie der YouTube Shorts mit Sicherheit. Also das ist jetzt schon gewesen und das wird auch, ja, eben. Dass mir jetzt überhaupt einmal aufgefallen ist, das habe ich jetzt erst einmal gecheckt, seit ich mal wieder mit dem Handy auf LinkedIn gegangen bin. LinkedIn hat den Schaß ja auch drin. Was? LinkedIn hat, wenn du das startest, da gibt es mittlerweile einen eigenen Reiter Video und da hast jetzt, da kannst du nur mal nach unten scrollen und da kommen einfach Videos. Von Leuten, die absoluten Bullshit labern. Bei LinkedIn? Ja, bei LinkedIn Handy App. Ah, okay. Ah, LinkedIn nutze ich die App nicht. So, da ist jetzt einer, der Titel schon. Mitarbeiter, die nur wegen Geld oder Boni bleiben, sind nicht die richtigen. Wow, danke. Das macht das. Oh. Dieser elendige B2B-Bullshit auf LinkedIn. Ja, ja. Wo sich jeder quasi selber huldigt, wie geil sie sein. Ja, LinkedIn und ist. Und der nächste drunter schreibt, ja, das war super. Ja, das ist. Und dann gibt es wieder Artikel, ja, und für die Mitarbeiter, man muss denen schon was bieten, weil nur zufriedene Mitarbeiter bringen das Unternehmen voran. Und sagen wir so, zwei Videos oder zwei Beiträge widersprechen sich komplett und werden aber voll gefeiert. Ja, vor allem das Ding, weißt du, das ist, so redet kein normaler Mensch miteinander. Das ist da alles so, ja, das ist alles super, da gibt's gleich super. Ja, ja. Da gibt's nie irgendwas, wo man auch rund, weißt du, wenn man da eine ehrliche Antwort drunter schreiben würde, dann würde man gelöscht werden. Ja. Dann würde man wirklich einfach gelöscht werden. Ja. Ja, stimmt. Und das ist so mühsam. Also, ich weiß ja nicht, wie das Leute mental aushalten, diesen Bullshit da täglich reinzuposten. Das halte ich ja nicht aus. Ich kann das ja nicht einmal lesen oder anschauen lang, da wird man schwindelig. Ich glaube, die, was das posten, die sind voll von sich überzeugt. Ja, ich hoffe es für sie, weil sonst schaffst du es nicht. Das, ich glaube, das ist ja genau das Gleiche wie die ganzen Typen, die einfach irgendeine ihre Kristalle und Handy-Abschirmstrahlungen und so weiter verkaufen. Die glauben den Scheiß ja auch, was sie da verkaufen. Und genauso ist es mit den sinnlosen Typen auf LinkedIn, die ganze Zeit irgendeine Scheiße erzählen und der Scheiße reden und die darüber reden, wie man Mitarbeiter führt und bla 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 und grundsätzlich oft überhaupt keinen Plan haben, weil ich das Unternehmen von Papa übernommen und bis 30 Jahre eigentlich im goldenen Käfig mit einem 10-jährigen Betriebswirtschaftsstudium irgendwo, whatever, natürlich gezahlt von Papa und gewohnt hat man während der Studienzeit in einer 20-Zimmer-Villa irgendwo in der Hauptstadt des teuersten Landes überhaupt. Also die einzigen Sachen, die er auf LinkedIn postet, sind interessante Sachen, interessante Apps für iPhone, macOS, Linux und was auch immer oder interessante Tools und den ganzen anderen Schmanzes von irgendwelchen Entrepreneuren schaue ich mir gar nicht mehr erst an, weil es sind
durch und durch einfach nur noch scheiß Flaschen, was da draußen rumlaufen. LinkedIn ist einfach LinkedIn ist wie Twitter, nur mit ein bisschen weniger Nazis. Punkt. Es ist einfach nur ein Scheißhaufen, der sich die ganze Zeit selbst beweichert. Eigentlich kehrt die Plattform verboten, weil es nur Lügen sind. Ja, ich halte die nicht aus. Ich sage ganz ehrlich, ich schaue da nicht drauf, weil das kann ich nicht. Also das ist einfach, das schaue ich an und das ist, das, da kannst du nicht einmal sagen, das ist wie ein Autounfall, das hinschauen musst. Das ist einfach, da musst du einmal wegschauen. Ja. Also das machst du auf, fährst dreimal nach unten und denkst dann nach. Ja. Also ich habe sogar die eigene LinkedIn-Werbung, was mir als Nachricht geschickt worden ist, als Spam gemeldet, weil die so schlecht war. Weil ich mir dachte, okay, das ist einfach live furchtbar. Das ist eine Möglichkeit, ja. Also das ist, so weit geht es. Ja, und so wird es halt in die Richtung gehen. Ich meine, ist mir schon klar, ja, YouTube will natürlich diese Short-Funktionen da pushen. Ja. Yeah. Bitte, müssen selber wissen. Ja. Wir haben die Kids noch eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Das ist übrigens witzig, weil ich weiß nicht, da habe jetzt irgendwo, was für eine Zeitung war denn das? Österreich ist ein bisschen über den Schnitt, was dann besser ist. Aber anscheinend hat die junge Generation sehr, sehr schlechte Computerskills. Oh ja, das habe ich auch gelesen, ja. Man sagt immer Digital Natives. Ja, das waren ja mir. Naja, Digital Natives sind die damit aufwachsen. Ja, genau, also das heißt, wir sind ja quasi die erste Generation, wir sind ja eine der ersten Generationen, wo das so war. Ja, genau, ja. Das heißt, und wir seien ja auch mit den ganzen, jeder, der einen alten Rechner kennt, weiß, dass das einfach ein Elend war. Ich glaube, die Sache ist die, vor allem die, wir sind mit den ganzen Startschwierigkeiten, die das Ganze begleitet haben, aufgewachsen und kennen uns dadurch umso besser aus. Ja, richtig. Die Generationen, die uns nachfolgenden Generationen, die werden halt vor vollendete Tatsachen gestellt und die Hardware und die Software ist heutzutage mittlerweile so ausgereift, dass es sich nicht sinnlos oder nicht Zeit vergeuden müssen, sich da eine zu nörden, aber sie verstehen halt nachher nur das, was sie nutzen und das vielleicht halt auch nur oberflächlich. Na, und das Problem ist, das ist jetzt meine These, ist halt einfach diese Smartphone-Nutzung, die ist halt so simplifiziert, das ist ein reines Konsumgerät eigentlich. Es ist komplett abstrahiert, das ist kein Arbeitsgerät. Nein, das merkst du einfach. Und sobald du dann wirklich was arbeiten drauf musst und sei es eine simple Banküberweisung drauf machen, wirst du feststellen, es ist ein Schatz. Ja. Außer du kannst einen QR-Code scannen oder sonst was, dann geht's. Mhm. Aber sobald du das händisch eintippen musst, ist das einfach schon ein Schatz. Ja, okay, ja. Also, oder probier mal, was weiß ich, was schön zu formatieren drauf, lei. Das reicht ja schon. Also, ist aber eigentlich witzig, also dass das wirklich, dass das auch nicht da ist. Ja, aber auch gut, aber ehrlich gesagt, also jetzt so aus Erfahrung und ich kenne ja viele Leute, die deutlich jünger sind wie ich, das ist schon absehbar gewesen. Die haben keine Ahnung von, für mich zum Beispiel, ganz, ganz einfachen, verständlichen Dingen wie irgendwo ein Netzlaufwerk einrichten oder im Windows hinzufügen oder im Mac oder eine INI-Datei oder irgendeine Datei bearbeiten, weil sich die Einstellung nicht übers Menü abbilden lässt. Ja, okay, also sehen hätte es schon vielleicht schon speziellere Sachen, aber die klicken aufs App-Icon und aus. Es funktioniert nicht. Ja, dann installiere es neu. Ja, wie installiere ich es neu? Ja, entfernen und neu installieren. Ja, wo neu installieren? Ja, im App Store. Ja, wie? Was? Hä? Also wirklich die simpelsten Sachen. Also das waren halt nur Zeiten, wo man die Config-Datei manuell hat tauschen müssen. Ja, ja. Es waren halt nur Sachen. Also meiner Meinung nach wirklich sinnvolle Sachen. Ja, meine Tastatur geht nicht. Ja, schau mal, ob die Batterie leer ist. Wie schau ich das?
Steck mal ein Kabel zu oder tausch die Batterie und ob es dann geht. Wirklich, wirklich so sinnvoll, so sinnlos einfach. So. Ja, und da reagiert nichts mehr. Ja, die einfachste Antwort, was du eh geben kannst, ja, schalt einmal aus und wieder ein. Geht's dann? Das ist der Klassiker, ja. Aber nicht einmal das, weil für die ist das alles, sind es always on devices. Neu starten tut man eigentlich nur, wenn man, keine Ahnung, wenn man es übersehen hat und der Akku unter 0%, auf 0% gegangen ist, dann muss man neu starten nach dem Laden. Also wirklich die ganzen simpelsten Sachen, das wissen die heutzutage nicht mehr. Also da ist Kind, also wir haben immer gelacht, so auf die unsere Vorgängergeneration, die ja also quasi für uns hier die Oberdaus sind. Aber da kommt jetzt so eine Generation, kommt jetzt wieder nach. Und wenn ich mir jetzt so meinen Freundeskreis umschaue, der eigentlich gleich altrig in mein Alter ist, also wir sind da schon die Ausnahme, dass wir uns recht gut mit der Software und mit der Hardware auskennen. Also wie oft ich schon zu hören gekriegt habe von Menschen, die Android nutzen, wie richtig denn da, wie kann ich denn meine Fotos von Google holen oder bei Google sichern? Hey, du nutzt okay. Das System, es steht dir wohl drinnen, wie du es machen kannst, oder? Ich weiß, ich kann dir jetzt keinen Guide sagen. Ich nutze kein Google. Vor allem das findest du ja auf Google eh super einfach. Ja, deswegen sage ich ja, ich glaube, so du, ich und ein paar andere, wir sind da ohnehin als Digital Natives die Ausnahme. Wir verstehen es ein bisschen besser, aber jetzt kommt halt eine Generation nach, wo offensichtlich alle deppert sind. Ich meine, ich weiß nicht, mir kommt, aber ich frage mich da auch, ist das, ich meine, gut, ich weiß, dass in Österreich, ich meine, es scheint aber EU-weit zu sein, dass da einfach nichts in der Schule irgendwie drin ist, wo ich mir denke, ja, hey, das ist einfach, das musst du halt kennen, das ist einfach Grundvoraussetzung heutzutage. Was soll eine Grundvoraussetzung sein? Naja, ich meine, dass du einen Computer normal bedienen kannst, ich meine, warum? Du kommst hier nicht mehr zurecht, ohne dass du was kannst heutzutage. Ja, aber warum sollst du wo einen Computer bedienen können? Na, du brauchst ja allein für die Arbeit schon einmal. Ja, kommt drauf an, für was für Arbeit. Naja, du brauchst ja für jede Arbeit, ist ja wurscht, wo brauchst du halt keinen Computer. Ja, aber da verwendest du ein oder zwei Anwendungen, keine Ahnung, wenn du im Maschinenbauer bist oder in der Holzindustrie oder was auch immer, dann musst du halt die CNC-Fräse bedienen oder die Fräsen bedienen können oder die Schneidemaschine. Ja, aber du brauchst dich nicht mit der Materie beschäftigen, das sind halt Eingabefelder und man druckt da ein paar Knöpfe. Ja, aber ich denke mir da immer, du bist ja dann komplett, da bist ja komplett abhängig von allen, weißt, wenn da irgendwas, so wie du sagst, da ist eine Kleinigkeit und du kannst das nicht beheben, das ist ja schlimm. Deswegen gibt es da noch im Unternehmen den IT-Administrator, der sich noch darum kümmert. Ja, und dann kommt da der 60-Jährige daher, gejaukelt dann in Zukunft aus. Ja. Super. Also wir in 20 Jahren. Wo ich mir dann denke, wow, und dann tauscht der die Batterien aus. Ja. Okay, super. Also. Ja, wird nicht. Es gibt nicht Berufe, wo man immer nur, keine Ahnung, so sehr Software und Hardware arbeiten muss. Oft hat man einfach eine vorgegebene Benutzeroberfläche mit einem System. Wenn die Kasse beim Lidl nicht funktioniert, hat das nichts mit PC-Arbeit oder Computerarbeit zu tun? Nein, aber da siehst du ja auch, da merkst du ja die Unterschiede. Manche, wenn da irgendein Fehler ist, können den beheben, andere kennen es nicht. Ja, und da ist es halt Erfahrung. Die machen es zwei oder drei Mal noch und wissen sie, wo der Bug ist und starten aber neu. Wo du denkst, ja okay, oder da siehst du aber den Unterschied, der, was eine grundlegende Kenntnis hat, behebt es. Und die Schlange bei der Kasse wird nicht lang. Die andere muss eine halbe Stunde die Kasse dann auf jemand warten, bis jemand kommt. Ich sage einfach so, es hat sich generell das, die mit Computer sind heutzutage einfach überall.
Ja, es gibt eben, es gibt ja nichts, wo es nicht ist. Gibt nichts, wo du nicht mit Computern arbeitest. Sei es jetzt der Postpartner, irgendwo eine Tankstelle oder eine Tankstellensoftware, die Bäckerei mit der Kasse, der Lidl, der Friseur mit Kasse, also Kassensysteme vor allem. Aber die Computer sind halt heutzutage überall und das sind einfach spezialisierte Einsatzgebiete und da muss man sich quasi nur um eine App kümmern. Punkt. Den Rest interessiert dich nicht und beim Rest kommst du auch gar nicht eine. Aber was wir da bei den Digital Natives haben, ist halt, dass Sachen, die für uns noch vergleichsweise selbstverständlich waren, weil wir uns aus Interesse mit den Sachen beschäftigt haben, sowas gibt es halt nicht mehr, weil die nutzen das als alltägliches Gerät. Für uns waren das früher keine alltäglichen Geräte. Ja, das hat ja nicht alltäglich funktioniert. Das hätte ja nie funktioniert, wenn es nicht gemacht ist. Ja, eben. Und für uns waren das keine alltäglichen Geräte, deswegen haben wir uns mehr damit beschäftigt, deswegen haben wir mit Config-Files umgespielt, deswegen haben wir Sachen probiert und kaputt gemacht und wieder gerichtet. Das muss heutzutage keiner mehr machen, weil die Sachen sind da und sollen funktionieren und funktionieren in den meisten Fällen. Mein Problem ist halt, dass selbst solche offensichtlich einfachen Sachen wie ein Cloud-Space irgendwo einrichten, offiziell für viele immer noch eine Hürde ist, sei es für Ältere, Gleichaltrige oder junge Leute. Ja, ich meine, sagen wir so, das ist halt wirklich schon echt einfach. Aber wenn man, halt wenn man sich nicht damit beschäftigt und nicht beschäftigen will, dann da ist es, ist beschäftigen wollen. Ja, eh, aber... Das sind 2 Minuten Beschäftigungszeit. Aber das denke ich mir bei so vielen, da denke ich mir, ja, okay, sowas, das will ich allein schon als Denkgrund, möchte ich das wissen, weil ich möchte nicht für so Kleinigkeiten irgendwann auf jemanden angewiesen sein. Ja. Also ich habe einmal den Satz gesagt, wenn ich irgendwann, glaube ich, wirklich so weit bin, dass ich mit der Technologie nicht mehr mit kann, das wird echt traurig. Ja. Nein, weil dann kann ich es eigentlich lassen, weil dann bin ich eigentlich, dann muss ich sagen, dann bin ich jetzt eigentlich unfähig zu leben. Ja. In der Welt, weil es ist alles, verstehst du, das fängt ja dann an. Wenn du so was Simples, fangen wir an, wenn kein Online-Banking hast, du hast ja da schon ein Problem. Mhm. Man, klar geht's, aber man, wenn ich jetzt 3 Überweisungen habe, ist wurscht, okay. Aber wenn ich da jetzt mehr brauche, ja, das, was tue ich denn dann? Wird dann schwierig. Ja, ich verstehe es schon. Also wenn man sich nicht wirklich mit den ganzen Sachen beschäftigen muss und das, was man hat, funktioniert einfach, dann ist es wie ein Hammer schwingen oder wie eine Bohrmaschine einschalten oder so, also auf Knopf drücken oder Bohrfutter wechseln. Das sind halt Sachen, die gehen halt in einen über, das ist Muskelgedächtnis. Aber es ist halt dahinter noch keine hohe Intelligenz mehr, um zu verstehen, wie das im Hintergrund funktioniert. Und so wird das halt heutzutage bei den nachfolgenden Generationen einfach sein. Es funktioniert und das, was man macht, funktioniert. Und für alles andere gibt es noch einen Experten. So wie bei einer Autowerkstatt. Wenn bei deinem Auto was ist, fährst du in die Werkstatt. Und wenn bei deinem Handy was ist, dann gehst du in die Handywerkstatt. Keine Ahnung. Gut, ich meine, bei einem Auto verstehe ich es ja noch aus einem anderen Grund, weil da ist ja teilweise halt, du brauchst ja mal sehr oft Spezialwerkzeug, um überhaupt was zu richten. Ja, ja. Beim Handy ja. Ja, aber sagen wir so, ein Handy ist im Verhältnis. Mann, du hast 2 Schrauben. Was? Dann kriegst du mal auf. Ja. Du weißt ja, was ich außen will. Ja, ja, ich verstehe dich schon. Ich meine, ist eh klar. Es sind alltägliche Produkte, die funktionieren, so wie früher wie ein Mixer oder eine Mikrowelle. Wenn es kaputt ist, kauft man sich halt was Neues. Aber man will sich jetzt nicht damit beschäftigen, das selber zu richten oder selber zu reparieren, weil es einfach nur noch Gebrauchsgegenstände sind, Gebrauchsprodukte, Unterhaltungsprodukte. Und man will sich einfach mit dem Ganzen, was dahinter steckt, mit der kompletten Technik, die Betriebssysteme, die Eingriffe in Betriebssysteme, will man sich einfach gar nicht mehr beschäftigen. Ja, und dann hat man eine App Store, wo man nichts mehr anders installieren kann.
Genau, und dann hat man einen App Store, wo man nichts mehr anders installieren kann. Dass ich zum Beispiel Brew drauf habe, wo ich mal Software noch zusätzlich installieren kann, unabhängig vom App Store, oder eine virtuelle Maschine, wo ich noch was drauf laufen habe. Das sind Ausnahmefälle eben von uns Digital Natives der ersten Generation, die mit den ganzen Problemchen aufgewachsen sind und noch andere Sachen können und andere Sachen wollen. Wir haben noch ganz andere Ansprüche, aber für uns sind das jetzt in erster Linie nicht nur Unterhaltungsgeräte, sondern Arbeitsgeräte und auch Experimentiergeräte. Von dem her, das will heutzutage keiner mehr. Die experimentieren mit ganz, die machen ganz andere Sachen, um sich zu unterhalten. Gut. Weil, ich sag so, wenn ich ein reines Konsumgerät haben will, würde ich mir ein Tablet holen. Ja. Gut, so, dann gehe ich weiter zum, wir haben es letzte Woche auch schon gehabt, nochmal in Mac Mini. Viele gehen ja jetzt, oder sagen wir so, man geht ja jetzt, theoretisch könntest du da jetzt auch in Mac Mini ins Wohnzimmer stellen, den an den Fernseher anstecken und du hättest ja eigentlich eine relativ leistungsstarke Gaming-Konsole dann automatisch. Mhm. Es wird natürlich noch ein bisschen an die Spiele fehlen. Mhm. Aber ja, ich mein, rein von der Ding her wäre er vergleichbar mit einer PS5 Pro. Rein von der Leistung her. Mhm. Und preislich auch auf dem gleichen Level ungefähr. Preislich, ich meine, du kaufst natürlich einen kompletten PC ein, der viel mehr kann. Mhm. Also die PlayStation 5 Pro kann das nicht. Mhm. Ja, ich meine, klar, das größte Manko ist die begrenzte Spieleauswahl. Ja. Das ist einfach das größte Problem, was ja, es gibt. Ja, aber Apple kündigt eh jedes Jahr an, dass sie sich auf Gaming konzentrieren und Gaming auf den Mac bringen wollen. Also irgendwann werden sie es schon schaffen. Ja, du, jetzt haben sie 20er Zeit gehabt. Ja. Irgendwann wird es gut. Ja. Sagen wir mal so, die Auswahl war noch nicht so gut wie jetzt. Das ist, kann man das ja, ist richtig, das, kann man das, ja das, mal das sagen. Stimmt, ja. Da hast du hast recht, ja. Gut, dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Wir haben ja schon öfters über The Line gesprochen. Ja. Das ist dieses wahnsinnige Bauprojekt in Saudi-Arabien. Und das ist jetzt nur eine kurze Nachricht, die man so nebenbei erwähnen kann. Der CEO hat sich jetzt einmal verabschiedet. Und sie skalieren das Projekt jetzt ein bisschen zurück. Es wird vielleicht ein bisschen kleiner und nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Vielleicht sollte man es gar nicht bauen. Ja, vielleicht sollte man es gar nicht bauen, aber ja. Vielleicht. Wir haben uns schon genug darüber ausgelassen. Das ist nur eine Erwähnung am Rande. Ja. Mhm. Dann hast du noch. Nein, mach ich meins kleiner mit. Na, warte, also jetzt habe ich schon einige geschrieben. Oder einige gepostet. Windows bringt jetzt einen neuen Emulator für die Snapdragon Chips, dass er mehr x86 Erweiterungen emulieren kann. Was für viele Spiele und Apps benötigt wird. Ein Beispiel ist Premiere Pro, das es jetzt quasi auf den Arm rennen kann. Und ja, damit soll sozusagen die Verfügbarkeit weiter ausgebaut werden im Moment, bis es halt dann von alle eben native Lösungen gibt. Gut. Das ist ja gut, ja gut. Und was halt, es ist noch immer eine Schwierigkeit, 32-Bit-Software erkennt den Emulator halt noch immer nicht. Ja. Gut, aber 32-Bit-Software, ja, okay, wohl gibt's definitiv. Gibt's ja, ich schließe das auch nicht aus, dass das noch gibt. Es ist halt dann schon wirklich alte Software. Mhm. Aber ja. Ja, das Problem hast du auf dem Mac auch noch. Also Rosetta. Du auf dem Mac kannst du überhaupt nichts 32-Bit-Software mehr installieren. Na, geht ja gar nicht mehr, ja. Ja, das geht schon lange nicht mehr, weil ich sehe das in meiner Steam
meiner Steam-Library, da habe ich alte Spiele, die eigentlich am Mac gelaufen sind. Genau, ja. Die sind aber 32-Bit, laufen nicht mehr. Ja, genau. Ist leider so, aber irgendwo muss man halt Zöpfe abschneiden, weil wenn man 32-Bit Emulation auch noch sauber und korrekt implementiert, hat man halt einfach wieder an so einem extremen Overhead, dass die ganze Sache einfach wieder langsamer wird. Und deswegen, ich habe nichts dagegen, alte Zöpfe abschneiden. Wenn man 32-Bit-Spiele auf dem Mac spielen will oder 32-Bit-Spiele unter Windows spielen will, dann holt man sich halt einen alten Computer aus irgendeinem Abverkauf oder irgendeine Firmenauflösung, Unternehmensauflösung oder was auch immer, irgendeine Workstation, hat eine Grafikkarte, eine fertig. Und tut da Windows XP oder Windows 7 32-Bit drauf und dann läuft es. Ist so. Ja, alte Spiele muss man nicht zwingend auf einem modernen Betriebssystem spielen. Gibt keinen Grund dafür. Du kennst wahrscheinlich ja theoretisch kannst du es anders auch lösen. Ja, und am normalen Windows 10 läuft es ja auch. Also. Oder Windows 11. Ich meine, Good Old Games will ja da jetzt was machen, das GOG Preservation Program. Okay. Also die wählen jetzt das Klassiker ewig leben. Ja, ist nicht immer gut, aber... Also ich meine, im Moment sind da 100 Spiele drin. Mhm. Ah, cool. Das sind halt so Spiele wie Heroes of Might and Magic 3 drin, Diablo, Empire Earth, ja, The Witcher 2, Dungeon Rollercoaster Fever. Tycoon Deluxe, Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, ja, auch cool. Ich meine, Rollercoaster Tycoon verstehe, weil das ist wirklich eins und zwar, das seien nach wie vor die besten Spiele in dem Bereich. Tut mir leid. Theme Hospital. Ja, Theme Hospital ist auch drin, ja. Oh, das ist so grandios gewesen, das Spiel. Dungeon Keeper gehört auch dazu. Mhm. Oh ja, das Sim City 2000. Ja, ich höre jetzt gerade alten Leuten dazu, wie sie über alte Spiele reden. Ja, ich kann jedem ans Herz legen, die gerne mal zu probieren, weil wenn nichts Neues, Sinnvolles rauskommt, kann man ja mal die probieren. Ja. Ja, es sind doch ein paar schöne Klassiker dabei. Blade Runner. Dragon Age. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Sieht man aus Alpha Centauri. Ja, Monkey Island. Oh ja, gut, das habe ich glaube ich in jeder Ausprägung schon mehrfach gekauft. Ja, vor allem die alten Spiele nie wirklich durchgespielt. Noch ein Leisure Suit Larry. Da habe ich die alten Spiele gespielt. Warcraft und Warcraft 2. Ja. Anno 1404 ist auch cool. Mhm. Ja, Earthworm Jim ist auch cool. Oh, das haben wir letztes Jahr bei Good Old Games gekauft, ja. Das ist jetzt schon richtig alt. Ja. Constructor übrigens auch. Mhm. Was haben sie denn da noch Schönes? Cool, ist ja, da System Shock. Also, das finde ich schon echt cool. Sam & Max Hit the Road. Mhm. Ja. Also, da sind schon Grim Fandango fällt noch. Da sind schon echt ein paar gute Titel dabei. Ja. Das muss ich, also ich finde das eine coole Idee. Ja, Good Old Games verdient ja auch Geld damit. Die verkaufen die Spiele, ja. Nein, aber ich finde es trotzdem, dass sie sagen, wir verbessern die jetzt und wir halten die am Leben. Das ist maintainen, ja. Das bedeutet ja halt, dass sie wirklich Arbeitskräfte darauf ansetzen, die Spiele so zu bearbeiten, beziehungsweise die Emulationsschicht, die sie haben, so zu bauen, dass die Spiele halt auf modernen Betriebssystemen halt auch einfach laufen. Mhm. Das finde ich cool. Also das ist echt, weil das ist eh so eine Seltenheit heutzutage. Weil ja, die Firmen selber haben eigentlich wenig Interesse, dass das läuft. Ja, sicher.
Die haben die alten Semmel nur immer wieder aufwärmen, so wie Take Two und so weiter. Ah, Blood Omen, Legacy of Kain ist auch dabei. Ich sehe schon, der Alex schmeißt gerade viele in den Warenkorb. Na, eigentlich nicht, aber was cool gewesen wäre, wenn Rollercoaster Tycoon auch auf dem Mac rennen wird, dann hätte man die zwar, glaube ich, gekauft. Kim vielleicht noch. Vielleicht Kim's noch, ja. SimCity 3000, das wäre vielleicht was. In Warcraft 1 und 2, ja, auch nicht schlecht. Okay, wir haben ihn Alex verloren. Ja, das schaue ich mir dann anders mal an. Soll ich das ein. Ja, gut, ich schaue mir das anders mal an. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar OnePlus hat zeitweise keine Handys in Europa verkauft und es waren Lizenzgebühren, Lizenzprobleme. Und auch Oppo. Achso, na, warte mal. Ja, genau, OnePlus gehört zu Oppo. Und offensichtlich sind sie jetzt wieder zurück und es sollen auch wieder neue Modelle kommen. Da ist es jetzt im Gegensatz zu der ganzen Huawei-Sache, die ja aufgrund der Android-Problematik, das haben wir auch vor 2 oder 3 Folgen besprochen, die aufgrund der Android-Problematik auf dem europäischen Markt eben nur noch mit ein paar abgespeckten Phones vertreten ist. Und zu Alex sein Unverständnis, dass sie überhaupt vertreten sind mit Android, das ist mir ab bis heute noch ein Rätsel, warum auch immer. Also im Gegensatz dazu hat es bei OnePlus jetzt nichts damit zu tun, dass sie Probleme haben mit der Android-Nutzung als chinesisches Unternehmen, sondern einfach reine Lizenzgebühren mit Streitereien und so weiter. Patentstreitigkeiten natürlich, wie immer. Ich Aber finde Streitereiten eigentlich ein cooles Wort. Streitereien. Streitereiten. Patentstreitereien. Genau. Und die OnePlus-Handys sind jetzt wieder zurück, neue Modelle sollen kommen. Und wo ich halt sagen muss, die OnePlus-Handys sind ja eigentlich durch und durch eh immer ganz eine gute Empfehlung gewesen, wenn man ein Android-Phone haben will. Ja, ich glaube, das hat sich halt irgendwann selber ad absurdum geführt, weil das eigentlich ein ungelabeltes Oppo war. Ja. Die haben auch keine eigene Software mehr. Und ich frage mich da, ob die sich nicht jetzt auch schon schwer tun werden gegen, eben Google hat ja selber die Pixel-Reihe von günstig bis teuer. Ja, momentan nur teuer die aktuelle Generation. Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine Generation vorgehst, ist es schon super günstig. Also ein Google Pixel aus der Vorgeneration ist nimmer teuer. 8A 400 Euro. Ja, das ist nix, oder? Na, na. Und der Also Google nix. Pixel Nix 8. stimmt nicht, aber. Ja, und das Google Pixel 8 kriegst du im Moment für 500, ab 549. Ja, das ist halt der Vorgänger vom aktuellen Modell, Genau, und wenn du jetzt überlegst, der ist nach wie vor nur gut. ja? Ja, sicher. Und da ist halt immer die Frage, wie schlägt sich da noch ein OnePlus noch? Ja, bei denen war halt da immer ein bisschen der Vorteil, dass sie halt ein vergleichsweise sauberes Android drauf gehabt haben. Das ist jetzt quasi eh obsolet, weil das haben jetzt eh alle in den Sinn. Viele halt zumindest, ja. Ja, Samsung hat ja, ich mein, das One UI ist ja super clean. Ja, da geht es mal weniger ums Clean vom User Interface, sondern um Clean im Sinne von überflüssige Apps, die sich irgendwo einfressen ins System. Na, das hast du eigentlich auch nicht mehr. Naja, also zumindest Also, nicht bei teureren Geräten, hoffentlich. ich habe gestern sogar mal das Pixel 9 Pro in der Hand gehabt. Also da ist jetzt nichts drauf in irgendeiner Form, was störend ist. Ja, aber das ist Google. Die Das haben ist halt Google, ja, klar. da haben halt die Google-Dienste sind da halt drin und die Google-Software, ja. Ja, das ist gut, das bei Android hast das ist das jetzt zwangsläufig. Ja, aber Google wird natürlich einen Teufel tun, da Spotify mit zu installieren im Auslieferungszustand, weil Google will ja eh die eigenen Das Services pushen.
Das ist schon klar, aber. Oder auch Google wird der Teufel tun, Netflix zu installieren und das ganze Zeug, weil die haben auch da ihre eigenen Services. Das meine ich. Das ist richtig. Bei Samsung und so weiter hast du aber so wie früher bei Windows-Installationen, wenn du dir das Windows-Notebook, keine Ahnung, so gekauft hast oder im Windows-PC hast du die ganze vorinstallierte Software drauf gehabt, die man nie benötigt hat. Nero Burning. Das ist richtig. Das ist richtig. Antivirus. Das hat aber, glaube ich, sogar Microsoft gelernt mittlerweile. Ja. Ob es die Hersteller gelernt haben von den Laptops, ist eine andere Bei Geschichte. Microsoft hast du ja das beim Windows hast du ja das Problem, selbst wenn du heutzutage dir ein sauberes Windows, eine saubere ISO ziehst, installiert er halt Microsoft halt heutzutage den ganzen Scheiß, sodass du halt Bubble, Double und die ganzen komischen Spiele noch drauf hast, die du eigentlich nicht haben willst. Oder Spotify oder Netflix oder was auch immer. Das macht, liefert halt Microsoft direkt aus. Ja, schön, oder? Ja, schön. Bei jeder Windows-Neuinstallation darf ich zuerst einmal die Apps aufrahmen und die Startmenü. Ja, du, das wird Routine irgendwann. Ja, irgendwie, ich mache das eh seit 25 Jahren. Eben, das irgendwann gewöhnst du dir an das Elend. Ja. Ja, deshalb, also ich frage mich da, wie leicht das noch wird, weil der Markt halt einfach, ja, es gibt halt so viele gute Spitzenmodelle vom Vorjahr, die halt einfach jetzt dann wirklich unter Anführungszeichen nachgeschmissen kriegst. Mhm. Also das ist sowieso so eine Geschichte, wo ich mir denke, ja, also da nehme ich lieber als Pixel 8. Mhm. Wenn das jetzt mein Budget ist, dass ich sage, ja, so 500, was weiß ich, 500 Euro. Kommen wir zu den AI-Picks. Oder hast du noch was anzuführen? Zum OnePlus. Nein. Okay. Dann sind wir bei der künstlichen Intelligenz angelangt. Dann darf ich anfangen. Ich habe zwei. Ja, ich habe einen. Ja, dann war gescheiter, wenn ich anfange. Das wäre dann wirklich gescheiter. Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Na, das ist jetzt eh nur so eine News am Das wird jetzt, ich kann jetzt einwerfen, das wird diesmal, glaube ich, echt eine kurze Episode werden. Na, wir sind bei der Hälfte von den Themen, ich glaube. Weil dann, wo ist die Zeit? Knapp 50 Minuten. Das wird relativ schnell gehen, weil zu meinen Themen gibt es leider mal zu ahnen, wirklich dann mehr zu reden. Danach sind wir echt durch. Ja, dann ist egal. Ihr hört uns sowieso in einer Woche wieder. Muhahaha. Gut. Google hat ja eine KI, also eine KI, nennen wir es, sagen wir es KI, vereinfacht, weil es jeder hat. Darf ich nur ganz kurz, bevor du anfängst, was einwerfen, weil ich gestern das Pixel 9 in der Hand gehabt habe, das Pixel 9 Pro, und da kriegst du ja auch your Gemini Pro dazu. Ja. Oder die Advanced-Variante. Und was witzig war, ich habe so ein großes Glas mit Sodawasser vor mir gehabt und habe das einfach fotografiert. Und das hat er gesagt, aus welcher Quelle das es kommt, oder? Nein, ich war aber überrascht, weil man hat oben drei so Blubberblasen gesehen, wirklich drei, und das war echt ein schlechtes Foto, was ich gemacht habe. Ja. Und das, was witzig war, dann habe ich gefragt, was ist das? Dann hat er gesagt, ja, das ist quasi Sodawasser. Mhm. Ich war erstaunt. Okay. Ja. Warte mal. Das will ich jetzt live mit ChatGPT mal probieren. Ich war selber erstaunt, dass der wirklich erkannt hat, dass das Sodawasser ist, weil er gesagt, aufgrund von den Blasen an der Oberfläche muss das Sodawasser sein. Warte mal. Ich habe jetzt leider kein sprudelndes Wasser da, das heißt, ich kann das Foto nicht machen. Ja. Was ist das? Ja, ein Foto vom Sodawasser gemacht. Wow. Okay. Er hat mir jetzt zwar nicht erkannt, dass es Sodawasser ist. Ach so, weil es keine Blubberblasen mehr hat. Verdammt.
Ja, das, es war oben, das habe ich zuerst selber nicht gesehen. Der hat aber diese drei verpixelten Blubberblasen erkannt. Das Bild zeigt ein durchsichtiges Glas oder eine Glasschale, auf dessen Boden das Logo von IKEA zu sehen ist. Es enthält etwas Flüssigkeit, vermutlich Wasser. Im Hintergrund ist ein Bildschirm und ein Netzteil erkennbar. Ist gut, gell? Google Gemini kommt jetzt als native App fürs iPhone. Ja, ich habe es sogar schon installiert. Und? Ja, das Problem ist halt, das ist halt sehr beschränkt, weil es kann da halt nicht wirklich was machen. Ja, eben weil die ganzen Integrationen ins iOS selber fehlen. Genau, aber da gibt es, sage ich, die EU, Apple muss das freigeben. Ich sage nicht nur die EU, dass das Apple freigeben muss. Apple will es ja auch für die deswegen freigeben, weil ja sie dadurch profitieren, dass sie mehr Apps und App-Anbieter passende Software dazu verkaufen können, die natürlich wiederum Geld verlangen können, an dem Geld Apple natürlich wieder was verdient. Ja, genau, Ja, richtig. genau. Aber das wäre mir sogar eigentlich, wenn man das sogar im Moment wahrscheinlich sympathischer. Ich kenne den Assistant von Google oder OpenAI verwenden, weil der könnte wahrscheinlich mehr Funktionen erfüllen als das Siri im Moment kann. Okay. Also, weil es witzig, du kannst bei Google Gemini ja fragen, zum Beispiel, setz mir morgen einen Wecker auf 10 Uhr, das kann zwar Siri ja. Ja. Aber dann sagst halt, ja, kann ich leider nicht, aber du musst das und das und das machen und dann ist der Wecker gestellt. Okay. Also das heißt, das ist wahrscheinlich eh schon vorgesehen. Ja. Ja, also das. Ich bin, ja, ich werde es einmal probieren, aber interessant wird es wahrscheinlich erst ab Pro, oder? Bei Gemini. Es ist, glaube ich, es ist bei ChatGPT auch so. Da wird ja erst die Pro-Version dann cool. Ja, mal gut, 4.0 hat man für ein paar 4.0 hast du, aber wenn zum Beispiel die Anfragen pro Tag. ja, wenn die Suchfunktion nutzen willst, die kriegst du, wenn die Pro-Version hast. Welche Suchfunktion übers Internet? Naja, du kannst jetzt so wie Perplexity hat das jetzt ChatGPT ja. Ah, Es okay. gibt eine eigene Suchfunktion. Hast den Vorteil, er gibt da automatisch immer alle Quellen an, ohne dass du dazu sagen musst. Ja, ich verwende ChatGPT mittlerweile echt viel. Also ich verwende das Ding täglich, das muss ich ja Ja, sagen. ich verwende es auch täglich. Und zwar hätte es für alle möglichen Sachen. Zum Beispiel habe ich gestern für unseren Techtelmechtel-Blog hab ich was Spezifisches gesucht. Ein spezifisches Plugin, um etwas zu machen. Ich hab nicht einmal gewusst, wie ich das für Google Ja. so artikulieren soll, dass ich entsprechende Suchergebnisse kriege. Deswegen habe ich meine Anforderungen in ChatGPT eingeschrieben und habe gesagt, du, ich brauche das. Und zwar, ich brauche ein Plugin, das und das und das und das und das macht. ChatGPT hat mir die Frage dann beantwortet, hat mir vier Plugins genannt oder fünf waren es. Und die habe halt geschaut und gesagt, ah, das ist nicht ganz, was ich suche. Ich tue nochmal ein bisschen nachbessern. Sollte eher in die Richtung gehen. Und habe nachher ein Suchergebnis gekriegt, die genau gepasst haben. Ja, das ist gut, ja. Ich hätte nicht einmal gewusst, wie ich das für die Google-Suche artikulieren soll, weil ich nicht gewusst habe, was ist das, wie nennt man das spezifische Ort von Applikation überhaupt? Genau, ja, das ChatGPT wertet. habe ich einfach erklärt, was ich brauche. Genau, ja. Und das ist halt schon hammermäßig, dass du dann quasi in natürlicher Sprache sagst, was du brauchst, anstatt dass du einfach ein Stichwort in Google einhaust, wo du dann nicht sicher bist, ob es das Richtige ist. Ja, vor allem das, was auch brutal gut ist, also du kannst ja mit den Dingen normal reden, du kannst ja das auch aktivieren. Genau, ja, das habe ich auch schon Das gemacht, ja. ist, ohne Schmäh, das ist teilweise erschreckend, wie gut das ist. Ja. Also ich meine, ich weiß zwar, dass das nach wie vor, das ist weit weg von einer wirklichen künstlichen Intelligenz, Ja, sicher. aber was du Das damit, ist weit weg. Das ja. sind wir noch lange Aber du nicht. kannst da halt echt dein Leben sehr viel Und vereinfachen, das muss ich sagen. Also das ist schon deswegen, also cool. ich hadere noch ein bisschen, weil die Pro, also die Version, Pro-Version, glaube ich, kostet $20 oder sowas im Monat. Ja, kostet sehr. Ja, und das ist noch ein bisschen das Ding, brauche
ist wirklich so, dass es mir 20 Dollar, also nachher 22, 24 Euro, weil Steuer dazu kommt noch, für mich als normalen Bürger. Die ist doch schon drin. Die ist schon drin. Echt? Ja, die ist drin. Also es kostet die 20 Dollar. Es kostet die 20 Euro. 20 Euro. Okay, ja, trotzdem, das ist 20 Euro, pff, das ist halt immer noch so. Also ich sag da ganz ehrlich, mir hat es mehr erspart bisher, auch beruflich gesehen. Ja. Also für mich hat sich das mehr als rentiert, die 20 Euro im Monat zu zahlen. Ja, also ich bin eben kurz davor, mir das einfach zu überlegen. Aber jetzt, ich würde wahrscheinlich oder sogar, zwei Monate. Also ich würde sogar wahrscheinlich eher die Gemini-Sache nehmen, weil du halt von Google relativ viel noch dazu kriegst. Ja, aber bei ChatGPT kriegst du ja sehr viel dazu, oder? Nein, du kriegst bei Google halt den Cloud-Speicher auch noch 1 Terabyte dazu. Und das ist halt genau das. Das ist, da zahle ich nachher für etwas, was ich nicht brauche, weil den brauche ich schlichtweg nicht. Okay, dann ist wurscht. Ich meine, ich habe auch ChatGPT die Version. Ja. Ich glaube aber, dass Google wahrscheinlich da, wenn sie nicht schon, man, teilweise seien sie wahrscheinlich eh schon besser. Und also ich weiß, das wird ziemlich gleichwertig werden. Ja. Also da klimmst du dann eher drauf an, was magst du lieber? Mhm. Also wenn, ja, es ist schwierig, aber also ich sag, für mich hat es sich rentiert, aber natürlich, das ist immer so, ist eine individuelle Sache, weil es ist nicht ganz günstig für das. Ja, eben, es ist genau das Ding. Also ein monatliches Software-Abo ist für mich so die Grenze, so 10 Dollar für den Anwendungsfall. Wenn ich jetzt rechne, also Adobe Creative Suite oder sowas, nutze ich jetzt nicht mehr, da waren die 40 Euro im Monat teuer, aber dafür kriegst du halt auch ein extrem großes Software-Portfolio, mit dem die, von dem ich wahrscheinlich auch nur, oder von dem ich nur 30 oder 25% wirklich sinnvoll genutzt habe, oder 20% genutzt habe. Ja, ja, klar. Aber das ist mir zu teuer schon gewesen. Da habe ich gesagt, nein, das. Deswegen habe ich es dann nachher. Ja. Und jetzt ist halt ChatGPT, was jetzt nichts anderes ist als dein persönliches Large Language Model, das halt sehr viele Sachen kann. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe mir jetzt ein, ich habe jetzt ja mit Docker und mit Llama, habe ich mir jetzt ja mal das neue Llama 3 installiert. Da waren wir jetzt wieder bei dem Thema Digital Natives, ja, gell? Genau, so das. naja, das macht nämlich keiner von den Kids heutzutage. Sagen wir so, es ist total einfach. Also es ist gar nicht schwer. Das ist auf GitHub eh super beschrieben, was du tun musst. Mhm. Ich habe sogar ein super YouTube-Video gefunden. Ich poste das jetzt sogar rein, weil das ist echt gut. Mhm. Der erklärt das sogar, wie das funktioniert. Das nennt sich Web-UI und dann schaut das aus wie ChatGPT. Ja. Und jetzt ist so, das große Modell natürlich von Llama 3 braucht halt 200 irgendwas Gigabyte. Wo hast du das installiert? Auf? Auf mein Mac jetzt. Ah, auf Mac. Oh, okay. Ja, das ist jetzt natürlich suboptimal. Ja. Das heißt aber, wenn du jetzt einen Server hast selber oder einen separaten Rechner, den du nicht mehr brauchst, dann könnte das Ganze schon lustig werden. Ja, aber du brauchst noch eine die entsprechende Hardware, weil du brauchst ja irgendeinen einen AI-Prozessor, der was das zumindest relativ schnell macht. Naja, du reicht ja Grafikkarte aus, theoretisch. Ja, Nvidia-Grafikkarte. Im Idealfall eine Nvidia-Grafikkarte, ja. Ja, dann wird schon wieder teuer. Ja, ich meine, sagen wir so jetzt, das ist immer die Frage, wenn du das nur allein nutzt und das Beispiel da eine 4060er Grafikkarte drin hast, sollte es eigentlich reichen. Ja, und so wie wir es auch gehabt haben vor einigen Episoden, es wird prinzipiell ein Raspberry Pi 5 reichen mit dem Head von Hilo 8L, ja, wo du 13 TOPS Rechenleistung kriegst und dann kannst du es da drauf laufen lassen. Muss jetzt das große Modell nehmen, glaube ich, mit 8 oder 16 GB RAM von Pi, aber im Endeffekt kommst du dann vielleicht auf 250, 300 ja, Euro. Ja, das könnte schon spannend werden. Ich meine, natürlich ist das nachher, sagen wir mal so, selbst wenn du jetzt dann auf einen kompletten externen Rechner laufen lässt, seien die 20 Euro im Monat halt nur immer billiger. Ja. Der einzige Vorteil ist halt natürlich, das Modell ist halt komplett datenschutztechnisch sauber. Ja.
Das ist halt der Vorteil. Natürlich, wenn du jetzt neue Daten brauchst, hast du wieder ein Problem. Ja. Weil aufs Internet greift es nicht zu. Und dann kommt es halt dazu, willst du jetzt Bilderkennung auch noch haben, brauchst du ein separates Modell von Llama. Dann brauchst du Llama 3 Vision. Das musst du dann separat runterladen, kannst du separat auswählen, auf welches Modell er zugreifen soll. Aber ja, es geht theoretisch. Llama Vision? Es gibt Llama 3 Vision, ja. Aber was ist das dann? Ja, das hat die Bilderkennung drin. Ah, okay. Das ist halt, ich frage mich nicht, warum es das separat gibt, aber ja, Llama 3 Vision gibt es halt auch noch in zwei Größen. Ja. Einmal die 11 Billion Parameters und die 90 Billion. Und weißt du, wenn du da jetzt die großen Modelle halt drauf haust, ja, dann hast du halt schon allein mit Llama 3.1 groß, hast halt schon 231 GB, dann Llama 3.2 Vision ist große, hast halt, da hast fast 300 GB. Leider ist das Modell, das installiert ist. Ja, okay. Ja. Und da merkst du halt dann einmal, was das eigentlich an Soft braucht tatsächlich. Boah. Ja. Und sonst habe ich auch gesehen, du kannst da beim Hetzner, der hat spezielle Server dafür. Was? Der Hetzner hat spezielle Server für den Anwendungszweck. AI-Server? Der Hetzner hat GPU-Server für den Anwendungszweck, ja. Ah, okay, ja, gut, aber das lässt er sich aber auch gut bezahlen, oder? Also es ist so, die kleine Variante hat einen Intel Core i5, hat 6 Performance-Kerne, 8 Efficient, also 8 Effizienzkerne, 64 GB RAM. Zweimal 1,29 Terabyte Speicher, Nvidia RTX 4000 SFF ADA Generation, 20 GB DDR6 RAM. Ja, mit 306 Teraflops. Ja, das kriegst du schon 218 Euro im Monat. Der Große hat dann nochmal mehr, der hat fast die fünffache Menge. Ja, 1500 Teraflops. Der hat eigentlich 100 Mal mehr wie der Raspberry Pi. Ja, der kostet 1000 Euro im Monat. Ja gut, das kann man sich leisten, oder? Das ist ein günstiger Spaß, ja. Ja. Naja, ja, dann andererseits... gar nicht so teuer, gell? 306... Teraflops. Ja, aber sie sind 220 Euro im Monat, das ist halt schon. Fuck yeah. Ja, kostet ein bisschen was. Ja, nicht schlecht. Nun gut. Dann haben wir Gemini abgefrühstückt. Jetzt sind wir beim nächsten AI-Pick. Du hast gesagt, das dauert jetzt noch lang, nicht mehr lang, gell? Ja, das geht jetzt schnell. Microsoft will das Copilot auf Windows Intelligence umnennen. Ne? Ernsthaft? Ja, ich meine... Ja, sollst du sagen. Komisch, oder? Mhm. Und wenn es Apple anders genannt hätte, würde es Windows, würde es Microsoft halt auch anders umnennen, oder? Anders benennen. Das ist ja jetzt, ja. Das ist ja jetzt offensichtlich, will man sich an Apple orientieren. Ja, ich verstehe ja warum. Das ist irgendwie der logischere Begriff. Ja, aber Copilot ist jetzt. Ist jetzt eh schon ein stehender Begriff für die... Ja, das bleibt eh, also das wird eh noch bestehen, aber das ganze Ding soll Microsoft Intelligence dann heißen. Okay. Okay, ja gut. Ja.
Und dann können wir, sagen wir vom dritten großen AI-Mitstreiter oder drei von vier. Ja gut, wohl, vom vierten großen, weil jetzt haben wir über Google gesprochen, jetzt haben wir über Microsoft gesprochen, jetzt haben wir über OpenAI gesprochen und jetzt sind wir bei Apple angelangt. Apple soll offensichtlich auch an so einem Smart Home Hub arbeiten, der auch Intelligenz mitbringt und vor allem eine schlaue Siri. Also genau das, was wir uns alle wünschen. Vor allem auf schlaue Siri. Und der soll quasi so wie, ja, wie das Gerät, was sie eh jetzt schon haben. Wie heißt das? Home Hub? Der Was? HomePod. HomePod. So in der Richtung dienen, aber halt der soll halt kommen mit einem Display. Also quasi Tablet auf der Wand. So Intelligent. wie das Apple, so wie das Google und Amazon schon hatten. Genau. Und sowas als Steuerungszentrale fürs ganze Haus, also für die komplette Haus, für Smart Home, IoT und das alles steuerbar auch über AI. Gut, ich frage mich leider, weil Google hat das ja jetzt eigentlich mit dem Tablet kombiniert, wo du so ein Ladedock dazu kaufen kannst und hast das damit. Ob das Apple so ähnlich macht, weil eigentlich ist das ja ein iPad. Ja. Okay. Wird wahrscheinlich auf so in die Richtung ausgelaufen, ja. Weil ich denke, ein iPad Mini kann das jetzt auch schon. Wird Gut, halt machen. kleiner sein, vielleicht größer und besser ein Lautsprecher, was auch immer. Prinzipiell ja. Wobei ein iPad an sich nicht als Hub arbeiten kann. Na, außer sie integrieren es. Genau. Was wahrscheinlich sogar gar nicht blöd wäre, das in die Tablets generell zu integrieren. Möglicherweise läuft es in das außen. Oder man braucht einfach ein Alleinstellungsmerkmal, um das zu verkaufen. Das kann natürlich auch sein. Prinzipiell, wenn man jetzt so ein Digital Native ist wie wir, kann man es auch mit einem iPad ganz einfach lösen. Ich habe es auch mit einem iPad und zwar mit einem 2018er iPad 6 genauso gelöst. Die Hub, also ist Home, Apple Home Hub, ist mein Home Assistant. Und da ja Apple Home quasi offen ist, weil Standard, Meta und whatever, nein, nicht Meta, Threads, oder? Threads und Nein, Meta? es Meta, entschuldige, Meta, stimmt, ja, Thread. Meta. Stimmt, Meta, ja. Kann ich Home Assistant, also meine Home Assistant Installation als Apple Home Hub arbeiten? Das heißt, meine Steckdosen, meine Apple Home, Smart Home kompatiblen Steckdosen verbinden sich mit dem Home Assistant. Der Home Assistant baut in Hub und der ist nachher im Apple im Home abrufbar, alle einzeln schaltbar und machbar. Das heißt, es geht mit Bastelei, geht es auch jetzt schon heutzutage mit dem Tablet. Was halt fehlt, ist eine intelligente Siri. Schauen wir mal, ob wir den noch kriegen. Ja. Nun gut, dann sind wir bei den Autos und jetzt bist du an der Reihe. Ja, und zwar Suzuki bringt jetzt auch E-Auto-Modell, sogar mit Allradantrieb. Wenn willst, jetzt gibt es in Suzuki Vitara, gibt es in Zukunft als E-Variante. Den kannst du haben mit 49 oder 61 Kilowatt Batterie und ist in Zusammenarbeit mit Toyota und soll auch vom Preis her, was man so liest, durchaus interessant werden. Also soll jetzt nicht sündhaft teuer werden und damit Es ist halt wieder Urban SUV. ja, Schon wieder. man um das kommst du wahrscheinlich eh nicht dran vorbei. Also das ist, glaube ich, wo du so Limousinen sind eh selten worden. Der hat sich ja noch vernünftige Angaben an. 135 kW Motor. 60 Ja. Kilowattstunden Kapazität.
Ja, das ist so für jeden ein bisschen was dabei. Genau. Also es soll jetzt nicht so sein, dass nur sagen kannst, das ist nur wieder ein Auto, wenn du bereit bist, keine Ahnung, 100.000 Euro am Tisch zu legen. Aha, und Allrad Also da steht, ich weiß optional. es nicht, ob das ein Deutsch, das sagt, der Preis soll bei etwa 34.990 Euro beginnen. Ja, die Suzuki Vitara sind grundsätzlich eh immer vergleichsweise günstige Gelände, also Allrad-Autos gewesen. Ja, das ist so. Okay, ja, tatsächlich klingt das interessant, Ja, das klingt ganz brauchbar, muss man ja. sagen. Also ist jetzt, ich meine, ob es davon ausgehen kann, dass der neue Reichweitenrekorde aufstellt, weiß ich nicht. Na. Du Aber wärst du schon wärst was. nicht davon ausgehen, dass der irgendwas Neues bietet. Das ist jetzt eh, also ich glaube, Genau, das ist in den so. nächsten 2 Jahren erwartet uns eigentlich nur Standardware. In den nächsten 2, 3 Jahren die großen Revolutionen werden nochmal ausbleiben bei den E-Autos. Ja, außer du kaufst sündhaft teure Modelle. Also wenn du jetzt natürlich sagst. Aber auch da werden die Revolutionen ausbleiben, weil es geht das Einzige, was jetzt interessant ist, ist die Reichweite. Ja, die Feststoffbatterie, Ja. was wir vor 3 Wochen oder 4 Wochen gehabt Ja. haben. Mit der Feststoffbatterie, das wird spannend. Allerdings wird das halt auch wahrscheinlich 100.000 Euro Auto werden. Genau. So, dass das in, also allein bis das 800 Volt Netz runtertröpfelt in die günstigen Klassen, wird es dauern. Ja. Also das ist so in Kaliber wie Porsche und was weiß ich was drin. Und ja, man, ob das dann tatsächlich auch brauchst, andere Frage. Also ich schätze mal, das Auto wird ein vernünftiges Auto werden von Suzuki da. Ja. Ja, das ist so Suzuki Vitara. Dann? Du hast kein Gadget-Pick. Nein. Und die haben mir gerade gedacht, was ist das für ein Let's Musik-Play? Wann habe ich das eine kopiert, als ich jetzt erst, dass dein Name drüber steht? Man, das haben wir auch schon irgendwann einmal gehabt. Der iPod Classic oder der iPod ist ja nach wie vor, der hat ja so seine Fanbase. Ja. Und Apple hat den ja 2022 endgültig als obsolet eingestuft, also den letzten iPod Touch. Also und da gibt es halt nach wie vor eine Community, die halt das Ding am Leben erhalten will. Und da gibt es halt eine Firma, die nennt sich, das hat einer gestartet so, die nennt sich Elite Obsolete Electronics. Ganz kurz, 23 Jahre iPod. Ja. Wow. Und der hat sich also zum Ziel gemacht, die zu reparieren. Der hat es zuerst nebenbei gemacht, neben der Schule. Und der wollte eigentlich immer so Computerelektronik designen. Und dann irgendwann ist er drauf gekommen, hey, Moment einmal, das Nebengeschäft kann er da eigentlich hauptberuflich machen. Ja. Weil er kauft halt dann alte Apple-Produkte zusammen von eBay, repariert die. Und verkauft sie halt dann weiter. Und eben, sie können danach halt komplett neue verkaufen. Also sie können quasi da auch einen zusammenbauen dann, was du so haben möchtest. Ja, klar. Ja, Ist finde ich ja interessant. halt ein Geschäft mit absehbarem Ende, weil irgendwann wird es keine Komponenten mehr geben, um aus zwei vielleicht einen zu machen, aber Die Frage ist, ob er da schon Ideen dafür hat. ja. Weil theoretisch, ich meine, du kannst ja wahrscheinlich Sachen nachbauen lassen. Das ist nur eine Frage des Geldes, ja. Ja, ich meine, wenn du sagst, du hast, ich meine, die Frage ist immer, wie viel Abnehmer hast du dafür? Ja. Aber natürlich, wenn du da halbwegs geschickt bist, kannst du wahrscheinlich relativ viel irgendwie zusammenfrickeln. Ja. Weil ich meine, die Festplatte ist eh egal, das wird eh auf SSDs umgetauscht. Also ja, Ja, wird das dann schon macht er einige. auch, okay.
Ja, die machen, das kannst du selber auch machen, aber das machen sie dann natürlich auch. Ah, cool. Nice. Sowas gefällt mir. Schönes Projekt. Ja, gell. Beziehungsweise schönes Ko Geschäftskonzept ist es mittlerweile. Ja, klar. Cool. Ja, da gibt's, Bitte. es gibt genug Fans. Ja, das es gibt. Ich meine, ich kann es durchaus auch nachvollziehen, natürlich, weil es ist halt irgendwo schön, du hast halt das abgekapselte Gerät, wenn du jetzt laufen gehst oder sonst irgendwas und du willst nichts mitnehmen, hast kein Spotify, sagst, ich will einfach gleich meine Musik hören. Genau, ja. Und viele, das ist anscheinend auch der Grund, viele haben einfach eine sehr, sehr große Bibliothek. Bibliothek an Musik digital Oh ja. und die sagen jetzt, ja, man. Ich habe auch kein Spotify persönlich. Ich habe noch nie ein Abo bei denen gehabt und ich weiß nicht, mir geht das nicht ab. Kommt ganz auf deine Hörgewohnheiten drauf an. Ich höre gerne neue Sachen und da ist Spotify halt preis-leistungsmäßig einfach verhältnismäßig besser, als wenn ich mir einfach neue Alben die ganze Zeit kaufe. Ich lasse mich halt gerne überraschen und höre gerne einmal. Ich höre extrem viel unterschiedliche Arten von Musik und will Weil du nicht immer nur übrigens, die alten Sachen hören. Deswegen ist halt Spotify halt ideal, weil es halt auch gute weil du Vorschläge liefert. übrigens gerade neue Musik erwähnt hast, kennst du Udio schon? Udio, das ist die AI. Ja, das ist quasi Ja. so wie Suno. Ja. Like kannst du da viel, viel mehr einstellen. Ja, ich habe Udios tatsächlich sogar schon probiert. Du kannst viel einstellen, du kannst viel machen. Das Ergebnis finde ich aber trotzdem extrem schlecht im Vergleich zum Suno, also was akustisch angeht. Okay, Finde ich weil nicht gut. Also, es ist schon auch gut. Man, wie gesagt, man kann viel Sachen, man kann viel einstellen, aber die. Das Ergebnis hat mich nicht kannst du überzeugt. das, was ich da in Suno gemacht habe, kannst du das jetzt, wenn ich das so teile, kannst du das dann auch anhören? Ich kann es anhören und unsere Hörer über YouTube werden es anhören. Ja, warte mal. Es ist nämlich witzig, ich habe nämlich gesagt, ich hätte gerne einen traurigen Country-Song, dass jetzt Trump nochmal Präsident ist. Ja. Das habe ich sehr witzig gefunden. Und traurig. Wow, das ist jetzt der Suno-Link, was du mir geschickt hast. Ja, genau. Na, den hast du offensichtlich nicht freigeben. Ah, Wo wohl. kann ich denn? Wohl, 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 Link wohl. only, also wenn ich einen Link habe, kann ich ihn anklicken nochmal. Ja, ah, jetzt geht's. Small Towns House. Okay. Jetzt bist du mal ruhig, dann hören Vor Sie allem der Titel Red, White and Blues, den habe ich nicht gemacht. Ich finde den echt gut. Small Town Hustle, down Main Street proud. Folks in flannel voices loud. Voting day came, autumn's chill breeze. Change swept in among the trees. News rolled in, the screen went bright. Victory hailed in the heart of night. Some cheered, some cried. Dreams turned pale. In our little town, hearts prevailed. Okay, nicht schlecht, ja? Ich habe echt lachen müssen. An unsere lieben Hörer, der Link ist in den Show Notes. Ja, okay, sehr gut. Ja, und da ist das Problem, was man bei Suno hat. Die Stimme klingt halt doch ein bisschen noch, ja. Wie heißt der böse Computer im Portal? Ach, Scheiße. Wie ist die AI im Portal im Spiel? Weißt du das noch? Mir fällt es Na. jetzt auch nicht ein. So, hört sich ungefähr an. Aber trotzdem nicht schlecht, ja. Cool. Hast du den Text Ich geschrieben? na, ich hab da eingeschrieben, mach mal einen traurigen Country-Song, dass es normal President Trump ist. Das war alles, das war ein Einzeiler. Okay, cool. Ja, Da hab ich mir gedacht, okay. nicht schlecht, ja. So, wow. Ja. Cool. Da hab ich echt gedacht, okay, das ist ihr. Ja. Gut, wo waren wir denn eigentlich? Ah ja, Spaßpicks.
Ja, machen wir mal die Obergrenze, 3,6 Gigahertz. Genau. Raspberry Pi ist ja bei uns eh immer ein ständiges Thema und ein paar findige Bastler haben jetzt mal geschaut, was geht denn so mit dem Was geht denn so? was geht denn so mit dem Prozessortakt? Und tatsächlich mit flüssigem Stickstoff Ja gut, gekühlt. okay. Das ist ja cheaten. Mit flüssigem Stickstoff gekühlt kommt man auf 3,6 Gigahertz, aber nicht weiter. Gut, das ist ja cheaten. Wieso flüssiger Stickstoff? Na, das Ja, ist das nicht ist Cheat. cheaten. Das ist Ja, nicht das Cheat. ist cheaten. Na, also die 4 Gigahertz sind die offensichtlich durch manche Benchmarks irgendwo durchschwirren bei Geekbench und so weiter. Die sind offensichtlich nicht möglich. 3,6 ist das Maximum, was geht, weil mehr ist einfach beim Multiplikator und von die Voltage-Einstellungen nicht möglich. Okay, und da brennt er das schon fast durch. Ja, das ist, ich, keine Ahnung, aber wow. Ja. Hat auch ein bisschen Aufwand benötigt, weil sie da halt ein bisschen basteln haben müssen. Also jetzt nicht nur flüssigen Stickstoff, der ist eh relativ einfach zu beschaffen, aber sie haben halt auch ein bisschen Raspberry Pi überlisten müssen, dass er das überhaupt zulässt. Und ja, 3,6 GHz. Also jeder, der was einen flotten Raspberry Pi braucht, Anleitung durchlesen, flüssigen Stickstoff besorgen und dann einlegen. Na, macht es einfach nicht, das ist es nicht wert. Und dann kommen wir. Du hast kein Thema mehr. Na, du bist dran. Du hast überhaupt nichts mehr. Na, ich sagte ja, das geht halt schnell. Oh. Dann kommen wir zum allerletzten Thema dieser lustvollen Unterhaltungsmatinée. Paint.net ist veröffentlicht worden in der Version 5.1 und mangels Windows. Doch, ich könnte es auf dem Gaming-Rechner mal probieren. Ich habe es mir jetzt noch nicht im Detail angeschaut, aber ich habe früher extrem viel Paint.net verwendet, weil GIMP einfach schlimm ist. Schlimm zu bedienen ist. Was übrigens auch gerade eine neue Version gekriegt hat, glaube 5.3, 5.4. Im Moment hat Final Cut hat auch eine neue Version gekriegt. Ja. Und die magnetische Maske funktioniert jetzt erstaunlich gut. Apple hat auch Final Cut Camera fürs iPhone veröffentlicht als Aufnahme-App. Ja, haben sie. Die haben auch abgekriegt. Ja, und die schaut auch gut aus. Vor allem das Zoom, den Zoom finde ich sehr super schön dynamisch gemacht. Und die Bildstabilisierung funktioniert da super. Also, wow. Momentan haben sie ein bisschen Software-Updates aus hier. Vor allem sinnvolle Software-Updates. Und ja, Paint.net kann jetzt auch ein bisschen mehr. HDR-Unterstützung kommt mit Displays zurecht, die erweitertes Farbspektrum haben. Ebenen und so weiter hat man ja vorher schon machen können. Neue Effekte, beziehungsweise die Effekte sind ein bisschen verbessert worden, haben jetzt auch GPU-Unterstützung. Das heißt, nicht alles Prozessor, sondern auch interne Grafik kann das übernehmen. Also, ja, nicht schlecht. Schon lange nicht mehr verwendet. Aber ich werde es mal bei Zeiten wieder mal im Detail anschauen, weil es einfach ein sehr feines, kleines Bildbearbeitungsprogramm ist, was vor allem die wichtigsten Sachen mitbringt. Und würde mal fast behaupten, 90% der Anwender da draußen, Kim, dem reicht es, was Paint.net liefert. Gut. Ja, dann sind wir fertig. Wie lange haben wir gebraucht? Die Webseite von Paint.net ist übrigens immer noch so hässlich wie vor 10 Jahren. Nur immer so schlimm. Oh ja. Puh, die ist schon fast retro. Ja. Weil eigentlich, die müssen es wirklich lassen, weil das ist echt. Das ist in your face. Ja. Ja gut, dann haben wir's. Ja. Wir bedanken uns einmal mehr. Wie lange haben wir gebraucht? Ich kann es da jetzt nicht genau sagen. YouTube-Video ist 1 Stunde 30. Ist gut. Und das Audio wird pausengecleant etwas kürzer sein.
Sehr aber gut, passt, wunderbar. Dann verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuseherinnen und Zusehern. Hallo. Und wink nochmal ein in die Kamera. Alex stockt. Genau. Und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Ausgabe des wunderbaren, grandiosen und allseits beliebten Techtelmechtel-Podcast. Mhm. Bis denne. Bis denne. Ah, warte mal, das Video läuft noch. Jetzt ist es aus, oder? Keine Ahnung.